Du bist so gemein, Jonas. Brokkoli, Blumenkohl, das kann man alles auf die Art und Weise einmachen, ne? Eine Zaubertrank. Lecker. Hallo! Herzlich willkommen, Jonas, auch wieder. Schön, dass du da bist. Frisch aus dem Garten. Frisch aus dem Garten. Und du hast auch was Frisches mitgebracht. Ja. Und ich glaube, viele wissen vielleicht gar nicht, was es ist. Erzähl es doch mal. Das sind eigentlich Gewürzgurken. Die Sorte nennt sich Vorgebirgstraube und wir haben die draußen. Wie? Vorgebirgstraube. Vorgebirgstraube? Mhm. Okay. Die haben wir draußen angepflanzt, direkt neben dem Fohlentunnel und das ist auch alles super gelaufen. So gut, dass wir jetzt so viel übrig haben, dass wir jetzt was einmachen. Also Essiggurken? Genau. Essiggurken, also, ja, so nennen wir das. Schmeiß an den Ofen und ich mache hier die letzten Gurken fertig. Hatten wir hier nicht auch mal so einen Fingerschutz für? Ich kenne die Küche nur auswendig, du. Sehr gut, für den Finger. Typische Gewürze bei Schmorgurken sind meistens Zwiebeln, dann haben wir hier frischen Dill und ganz viele machen da immer noch Senfkörner mit rein. Die haben wir jetzt nicht da, deswegen nehmen wir gleich einfach ein paar Fenchelsamen, ein bisschen Wacholderbeeren und einen frischen Lorbeer machen wir noch mit rein. Da kann man aber tatsächlich reinmachen, was man möchte. Also wenn ihr jetzt das mal mit Thymian ausprobieren möchtet oder mit Rosmarin, die Gurken kriegen echt einen super leckeren, intensiven Geschmack nach diesen Gewürzen. Also probiert es einfach mal aus. Das Verhältnis beim Einmachen kann man entweder 4:1 machen oder wir machen jetzt 3:1 mit dem Essig und dem Zuckergehalt. Ihr müsst es einfach mal probieren, die Flüssigkeit, die ihr dann gemacht habt, um zu gucken, ob das so für euch passt. Manche mögen es lieber saurer, manche lieber süßer. Und du, Jonas, magst es lieber? Ich mag saurer. Saurer. Auf jeden Fall. Du machst die ganze Schnibbel-Action. Dachte ich hier einfach mal sehr so ein bisschen. Und du? Nämlich Zwiebel schneiden ist nicht so mein Fall. Du kannst auch gerne hobeln. Ich. Ja, okay. So ist das ja nicht. Die fahrt mal auf das kochende Wasser, ewig. Und die, wenn die kleiner sind, sind das dann die Gewürzgurken, richtig? Genau. Die man zu Cornichons meistens verarbeitet. Also ihr könnt die ganz klein einlegen, im Ganzen zum Beispiel, auch möglich. Wir holen die jetzt wirklich damit, dass man die wirklich überall mit reinschmeißen kann, ne? Und warum färben die sich dann irgendwann gelb? Liegt das einfach an der Sorte? Das ist die Reife, genau. Die reifen aus, sozusagen. Die verlieren ja auch ihre Knubbel, ne? Die haben hier so Warzen ähnlich, wie so eine gute alte Gewürzgurke halt ist. Und wenn die muss so. Vor allem gesehen, die haben so garstige Stachel. Die habe ich jetzt dadurch, dass wir die ja gewaschen haben einmal, haben wir die schon abgezogen. Aber hier siehst du das noch ab und zu. Ja. Das ist so. Die Pieken. Sieht man ja bei den kleinen Gewürzgurken auch. Naja. Ach, guck mal, hier ist noch eine. Genau. Die hat noch ein paar Bobbelche dran. Kann man eigentlich auch dafür normale Salatgurken nehmen? Oder warum nimmt man jetzt die? Die Salatgurken nimmst du halt einfach, weil sie diese ganz dünne Schale haben, nicht. Also kann man auch ausprobieren, so ist nicht. Aber die Gewürzgurken haben einfach eine dickere Schale, mehr Festigkeit, mehr Fleisch. Man sieht das ja hier. Mhm. Die haben ehrlich gesagt auch mehr Geschmack. Ja. Wenn du mal probierst, das ist nicht so eine. Also selbst wenn wir hier Salatgurken machen, die haben ja einen viel höheren Wasseranteil zum Beispiel. Boah, die also man schmeckt Zwiebeln das auch gemein. Raus. Ja, deswegen wollte ich es nicht machen. Oh, Jonas, du bist immer so rücksichtsvoll. Zuvorkommend. Von einem Gentleman pass on. Hä? Ein Gentleman. Pur. Das ist dir aus dem Mund. Du bist nee, wir haben irgendwie, gemein, ich, Jonas. Wir hatten, was haben wir denn? Hashtag grüne Kiste. Jonas ist vorbei. So, so da reingemacht. Ja? Was ist denn hier los, ey? Das haben mich fragen übrigens sehr, sehr viele, was es für einen Trick gibt, wenn man Zwiebeln schneidet. Frischluft. Und wie ihr seht, haben wir hier keine Frischluft. Taucherbrille, das Thema. Nee, das geht über die Atemwege. Das reizt natürlich auch so die Augen. Mit Kontaktlinsen hat man da immer einen größeren Vorteil. Der Eimer ist nicht groß genug. Doch. Weißt du, was richtig gemein ist, was die in der Küche immer machen? Wollten Zwiebeln unter die Nase reiben? Richtig. Oder einfach so. Oh. Super, vielen Dank. Herzlich willkommen, Jonas. Schön, dass du wieder da bist. Ich
gehe wieder. Ich bin allergisch gegen Zwiebeln. Ja, bitte. Ja, gleich habe ich auch noch ein blaues Auge, wenn du so weitermachst. Das stimmt. So abtupfen. Super. Es ist nicht einfach. Es ist eine Qual. So, die Gurken sind fertig gehobelt. Jüp. Achso, wir haben die Gläser noch gar nicht weiter abgekocht. Richtig. Ne? Abkochen, einfach noch einmal kurz irgendwie das kochende Wasser reinschmeißen, wieder raus, umgedreht hinstellen, fertig. Und ja, die Deckel auch abkochen, nicht vergessen. Okay, wir haben viel zu viele Gurken. Check. Und verhältnismäßig wenig Zwiebeln auf die Menge der Gurken, muss ich mal so sagen. Aber hast du nicht noch welche im Garten? Ich hätte noch welche im Garten zur Not. Magst du noch mal eben schnell flitzen? Wie viele? Fünf. Gut geschätzt. Okay. Ich flitze. So, ich mach die Gläser jetzt einfach hier in das kochende Wasser. Also ich glaube ja eigentlich gar nicht, dass man die abkochen muss, ne? Da kommen gleich die heiße Gurkenflüssigkeit rein oder die heißen Gurken mit der heißen Flüssigkeit. Aber safety first, würde ich behaupten. Habt ihr ein paar mehr mitgebracht? Juhu! Zack. Ich hasse das hier. Kann ich da die Deckel alle auf einmal hereinhauen, ja, ne? Jupp. Was machst du da eigentlich? Hä? Was machst du da eigentlich? Ich dachte, Köche sind Hitze, unempfindlich. Ein Zaubertrank. Das ist eine ganz neue Suppe, ein neuer Rezept. Auf die Art und Weise, wie wir heute die Schmorgurken machen, könnt ihr auch zum Beispiel Fenchel machen. Oh ja. Oder Zucchinis. Zucchinis haben wir auch schon gemacht. Rote Beete. Rote Beete kann man auch machen. Oder Radieschen, Rettich. Aber Zucchinis lohnt sich auf jeden Fall, davon haben man immer zu viele. Ja. Und wie gesagt, bei den anderen Sachen kann man dann auch mit den Gewürzen und Kräutern echt spielen, möchte ich fast schon sagen. Ja, mal so was Mediterranes. Ja. Und das hält sich dann tatsächlich, wenn alles gut geht beim Einmachen, schon so ein, zwei Jahre, würde ich sagen. Ja, ich denke schon. Dunkel lagern, also dunkel im Keller lagern. Wir nehmen jetzt auch noch das Grün von den Zwiebeln. Mhm. Und schmeißt es auch noch mit rein. Genau, also die getrockneten Spitzen hier oben und unten ein bisschen abmachen. Ja, die würde ich jetzt nicht mit reinschneiden. Nee, genau. Und dann machen wir die einfach mit zu. Hier kommt jetzt noch ein Liter Essig mit rein. Das heißt, wir haben 3 Liter Wasser, oh, 1 Liter Essig. Also im Kleinstil hört man immer so eine Tasse Essig, 3 Tassen Wasser, 1 Esslöffel Salz, 6 Esslöffel Zucker, glaube ich, oder sowas. So ungefähr. Das erscheint mir sehr wenig Zucker, aber... Ja, jetzt haben wir ja quasi mal 5. Wir machen jetzt ja quasi, genau, 1 Liter Essig, 3 Liter Wasser, 30, stimmt das? Nee, mal 5. Es gibt doch 30 Esslöffel Zucker, nicht Salz. Und wie viel Salz? Salz, 5. Ich habe gar keine Ahnung. Was? Was? Ich habe auch noch nicht so oft eingemacht. Einmal mit meiner Oma. Also, was hast du gesagt? Ich habe das gerade aus meinem Kopf wieder geholt versucht. Achso, ja, genau. 1, 2, 3, 10, 11, 12. Das waren genau 30 Esslöffel. Hast du gerade den Rest einfach rein? Ja. Es waren tatsächlich. Ja, ja. Auf den Zuckerkristall genau. So circa eine angebrochene Packung Zucker mit rein. Das lieben wir. Hättest du auch ganz lassen können, einfach. Ja, ich finde das so aber schöner. Gut. Das Auge macht mit ein. Und den Dill, möchtest du den auch klein schneiden? Möchten. Ja, kein Handblatt. Schmeiß rüber das Zeug. Irgendwas Schönes, Grünes. Ich habe noch nicht die Grüne. Hacken, ja. Ja, nee, einmal so. Ich fand es ja immer schön, wenn man die Blüten damit ganz lässt, aber der hat schon ausgeblüht. Ja, aber ist schön. Ja, das schon. Oh. Oh, das habe ich zu tief in die Nase gekriegt. Eine gute Handvoll Dill. Schreibe ich so ins Rezept. Mmh. Und? Ist gar nicht so schlecht, ne? Das ist sehr gut. Es beißt dir in der Nase. Nee, aber es ist echt lecker. Gut. Ja.
Es ist ein gutes Essig-Zucker-Verhältnis. Ich bin, ja. Frühstück. Oh, ist gut. Die Flüssigkeit kocht jetzt hier schon so richtig schön vor sich hin und hat schon sehr schön das Geschmack von den Gewürzen und der Zwiebel angenommen. Und die passen da auch da jetzt nicht alle rein. Doch. Du kannst das machen. Also die ersten würde ich immer so reinpacken. Das lief letztes Mal ganz gut. Ich weiß, dass sie jetzt nicht so gut aus, aber dann hast du schon mal so eine Schicht und gleich spritzt das nicht so, wenn wir die direkt reinkippen. Ja. Bitte, Jonas, das ist dein großer Moment. Ja, vielleicht guck so ein bisschen mit, dass nichts daneben fliegt. Cool. Warte. Ja, wie das passt. Also, das sind echt viele Gurken, oder? Das sind richtig viele Gurken. Ein bisschen übertrieben, glaube ich. Oh, das sieht Johnny. Gut aus. Das ist top. Also man kocht es jetzt erstmal auf und dann lässt man das 5 Minuten sprudeln kochen und dann füllt man es heiß in die Gläser ab. So ist es. Das ist Zwiebelgrün. Sieht ja jetzt haargenauso aus wie das von der Lauchzwiebel, aber du hast Zwiebelgrün gesagt. In Zwiebelgrün. Ja. Ist das jetzt so ein großer Unterschied zu dem, was an der Lauchzwiebel dran ist? Zwiebel ist Zwiebel am Ende. Meinst du? Ich glaube nicht. Schalotten sind süßlicher, rote Zwiebel. Ja gut, rote wäre auch, oh, die wäre auch schöner drin gewesen, ne? Rote Zwiebel, ne? Aber wie schön ist das, wenn du so in deinem Regal stehen hast, die komplette Ernte vom Jahr im Winter alles stehen hast und da sind voll geil. Alles mögliche an Gemüse, die eingeweckt wurden. Ja, oder Möhren kann man auch machen. Ja. Man kann eigentlich echt Brokkoli, Blumenkohl, das kann man alles auf die Art und Weise einmachen, ne? Lecker. Jetzt ist die Zeit der Ernte und dann im Winter kann man das alles genießen, was man sich so über den Sommer hochgezogen hat. Sweet. Das ist das Schöne daran. Also, es köchelt langsam, ne? Es köchelt jetzt schon. Ja. Wie lange jetzt noch? Ein kleines Minütchen vielleicht? Genau. Jetzt noch eine Minute warten und dann können wir schon so langsam füllen. Sieht auch super aus. Ich habe gerade auch schon mal probiert. Hast du auch schon ein Brötchen probiert? Sehr lecker. Schmeckt richtig gut. Heute gibt es übrigens Hot Dogs. Nur aus diesem Grund machen wir das. Nur aus diesem Grund. Sogar mit selbstgebackenen Brötchen dazu. Geil. Das wird super. Heiß. Ich kann mit dem Warten, das schaffe ich nicht, ne? Es ist heiß, ich weiß es und ich probiere es trotzdem. Mm. Ist sogar noch knackig, ne? Ist eigentlich perfekt, oder? Lass schnell abfüllen. Wie soll ich ihn jetzt schnell machen? Bist du... Du wächst dicht, oder was? Ja. Geil, los, wird bestimmt massiv schief gehen. Du brauchst auch was. Ich brauche auch was? Was brauche ich denn? Du nimmst das Glas in die Hand zum Abfüllen und dann gibst es mir und ich verschraube es. Du kannst es doch halten, während ich einfülle. Okay. Ist doch viel ein. Am besten hier so halb rüber. Warum sollte ich das erstmal in die Hand nehmen? Damit das einfacher ist, dachte ich. Findest du? Ich finde das so super einfach. Ich muss nichts Heißes anfassen, verbrühe mich nicht. Schüttest mir die ganze heiße Brühe über die Finger, von unten kommt mir der heiße Dampf an die Hand. Ja, das richtig. Macht super viel Spaß mit dir. Ich finde das eine ganz sichere Nummer hier. Ja. Ich fische hier noch ein paar raus. Kein Stress. Kein Stress. Du hast echt keinen Stress. Ja, ich hatte letztens jemand mit so einem Stress in deinem Leben? Nein. Wieso? So, das reicht? Ja, jetzt muss ja noch Flüssigkeit rein. Da ist doch schon. Ja, aber es muss ja bis oben hin. Es muss ja richtig knackevoll sein. Richtig. So ist schön. Ein bisschen Luft, nicht zu viel, nicht zu wenig, Mittel, ne? Weiß ja. Muss das untere Handtuch nicht eigentlich nass sein? Nee, muss jetzt einfach nur auf den Kopf stellen. Ich hatte mal jemanden, der immer mit einem Schlüssel nachgedrückt hat, weißt du, dass das richtig schön fest wird. Das ist auch geil. Jetzt zieht das nämlich Vakuum, wenn man das so. Wenn du so für mich so ein. Oder? Ja, habe ich nicht genau. Recht. Ich weiß gar nicht, wo du gerade bist, aber. Hab ich recht? Du hast recht. Immer recht, ja. Dafür werde ich bezahlt, das zu sagen. ganz einfach, ich stell dir die hin, du kannst dir selber eine Kelle besorgen für Flüssigkeit. Dann sind wir vielleicht schneller. Weißt du? Ja. Zora, manchmal, ne? Das ist ein Genie. Genie. Guck mal, ich schüttel die einfach ein bisschen. Super machst du das. Oh, ja, das hat letztes Mal auch schon so lange gedauert, die Dinger hier rein zu proppen. Das läuft super hier drüben. Hier. Hast du so ein Ding? Geil. So sieht jedenfalls das fertige Ergebnis aus. Man kann die Gurken natürlich auch in Streifen schneiden, also in so längliche Stückchen oder in Würfel. Haben wir auch schon ausprobiert. Genau. Und das Ganze könnt ihr auch, wie gesagt, mit ganz vielen anderen Gemüsesorten machen. Probiert es einfach mal aus, schickt mir eure Ergebnisse.
Wir essen jetzt Hotdogs, würde ich sagen, oder? Wir essen Hotdogs. Yeah. Danke, Jonas. Sehr cool. Ja, bitte. Für die nächste Staffel bin ich fett. Was war das denn für eine Lache? So ein angehender Motor.